So, zweimal reicht. Willkommen zu einer neuen Folge Ostsee im LS22. Die Feuerwehr Döhne wurde gerade eben zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gerufen. Natürlich mit dem brandneuen HLF20 von Schlingmann. Es geht auf die B1. Außerdem ist auch die Feuerwehr Schier alarmiert, der Rettungsdienst Schier. Und ja, dann fahren wir erstmal rüber zum Einsatzort und gucken jetzt genau, was da genau passiert ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Video, liebe Freunde, und los geht's. Die Feuerwehr Döhne ist am Einsatzort eingetroffen. Wir haben hier ein verunfalltes Fahrzeug. Ich gucke mir das gleich an, hole jetzt erstmal zur Unterstützung die weiteren Einsatzkräfte und dann werden wir nach und nach den Einsatz abarbeiten. Die Kollegen haben jetzt schon eine Bereitstellungsplane aufgebaut mit den Sachen für die Verkehrsrettung. Wir switchen erstmal rüber zur Jungfeuerwehr, denn hier rückt heute das neue MLF aus, denn ihr wisst, das Fahrzeug bzw. alle Jungfeuerwehrfahrzeuge rücken auch zu aktiven Einsätzen aus und deshalb sind wir alarmiert und fahren jetzt rüber zum Einsatzort. Das MLF wird jetzt erstmal die Straße absichern und dann folgen die weiteren Einsatzkräfte. So, einmal so quer über die Straße. Fahrer des verunfallten PKWs ist noch im Fahrzeug drin. Da werden wir jetzt gleich schauen und werden die Person rausholen. Jetzt folgen erstmal weitere Fahrzeuge. Wir brauchen als nächstes das LF1612. Aus der Feuerwehr Schier. Das kommt jetzt mit zum Einsatzort und danach folgt eigentlich noch der Rettungsdienst, der Notarzt. Und dann, hoch, geht erstmal die Schranke nicht hoch. Na, selbstverständlich. Also so wie immer, manchmal streikt die. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen wieder hier die Finger verrenken, aber gar kein Ding. Das geht hin, das kriege ich hin, das passt. Die Kollegen der Feuerwehr Schier sind am Unfallort und kann das sein, dass das Auto immer mehr raucht? Ich weiß nicht, was ehrlich gesagt passiert, wenn ich das jetzt lange Zeit stehen lasse, ohne was zu machen. Kann sein, dass das irgendwann brennt? Ist das möglich? Ich habe keine Ahnung, Leute. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Jetzt rückt endlich mal wieder meine eigentliche Arbeit aus, nämlich ich mit zusammen mit einem Rettungswagen
Endlich ist es wieder soweit. Wir dürfen endlich mal wieder unsere Arbeit nachgehen und zum Einsatz fahren. Ich hoffe, wir kriegen die Personen auch ordnungsgemäß raus, denn das Auto ist ja schon ganz schön krass verbogen, verbeult etc. RTW, Rettungswache Schier am Einsatzort. So, ja. Auf jeden Fall wird das NEF benötigt, was aktuell immer noch hier am Händler stationiert ist. Da kam jetzt noch keine weitere Info, dass das NEF endlich rüber kann zur Luftrettung. Das ist bisher noch nicht so. Also wird das jetzt erstmal hier stationiert bleiben, bis dann gesagt wird, ja, wir können rüberziehen und uns rüberstellen zur Luftrettung. So, NEF rückt aus, Notarzt ist mit dabei und wir fahren rüber. So, am besten ziehen wir jetzt gleich mal vor zum Unfallfahrzeug. Stellen uns am besten so nah wie möglich daran, dass der Notarzt gleich hantieren kann. So, Fahrzeug können wir so stehen lassen. Wir gucken uns die Person an. Ach du Scheiße, ey. So, was ist hier bloß passiert? Also ich brauche mal mehrere Infos, das ist ganz, ganz kurios. Wie kann denn hier ein Auto verunfallt sein, das fast auf der Kreuzung steht? Also irgendwas passt hier nicht, Leute. Hier ist irgendwas faul. Ich muss auf jeden Fall die Polizei noch mit anrücken. So, Klappen ist nicht möglich, ja, das verstehe ich. Wir können ja erstmal die Haspeln abmontieren. Dann können wir die nämlich erstmal rüberrollen zum Einsatz. So, einmal das HLF aufklappen. Ich finde das so cool, ja. Also macht jetzt eigentlich theoretisch keinen Sinn, dass wir jetzt unsere die Leitern runterklappern. Runterklappern, sage ich schon. Runterklappen. Aber das sieht einfach nur vernünftig aus, ja. Das, das hat was. Das ist richtig cool. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier mit der Mod spielen darf im LS22. Das ist schon eine Premiere für mich hier, ja. Dadurch, dass das eigentlich ein Landwirtschaftssimulator ist, dann mit Feuerwehrmods hier zu spielen, die auch offiziell sind, das ist schon was ganz, ganz Besonderes, finde ich. So, beide Haspeln einmal, die müssen wir mit rübernehmen. Ich bin bloß mal ehrlich gesagt gespannt, ob das gleich auch alles funktionieren wird, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ich hoffe einfach mal, dass die Mod heute funktioniert. Weil manchmal hat man da schon so ein paar Bugs drin, die natürlich noch einiges verhindern, dass man die eigentliche Arbeit gar nicht weiter fortführen kann. So, aber ich bin gespannt. Mal sehen, was kommt. Mal sehen, was passiert gleich. So, deshalb lasse ich mir erstmal ein bisschen Zeit, dass wir uns erstmal die Rettungskräfte nach und nach hierher holen. Denn der Notarzt hat gerade entschieden, wir brauchen auf jeden Fall einen Rettungshelikopter. Der Mann schwebt aktuell in Lebensgefahr. Ein Transport mit einem RTW wäre viel zu riskant. Von daher müssen wir eine schnelle Alternative hier heranziehen. Und der ADAC Luftrettungshelikopter muss das jetzt gleich übernehmen. Ich stelle das Auto mal ein bisschen weiter nach hinten. So in etwa. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz, bevor ich den Helikopter hole, hier auf die Absperrung. Ich habe da was ganz, ganz Cooles seit kurzem. Müssen wir hier noch irgendwas? Ne, müssen wir nicht. Okay, dann gehen wir erstmal hier durch. Ich weiß jetzt nicht... Ach so, das war hier. So, ich habe hier nämlich einen Sichtschutz, den ich mir jetzt gerne aufstellen würde, wenn es funktioniert. Ah, also hier haben wir eine Kollision. Ne, da geht es schon mal nicht.
Aber hier zumindest können wir erstmal was hinstellen, also so gut wie es geht. Ich probiere es mal, mal gucken, ob das geht. So. Da haben wir erstmal ein bisschen aufgestellt. Schade, dass man nicht über die Straße kann, ne? Das wäre natürlich richtig cool. Ah ne, da kommt immer wieder die Kollision mit rein. So, Raster ist an. Ah, das geht nicht, ne? Schade. Hätte ich mich jetzt gefreut, aber das liegt jetzt hier am Einsatzgeschehen. Also der Einsatzort ist dafür jetzt nicht ausgelegt. Trotzdem können wir uns hier was hinstellen, so gut wie es geht. Da auch eine Kollision mit anderen Objekten. Das geht leider nicht. Ansonsten hätte ich das hier so schön um das Fahrzeug gestellt, dass hier wirklich keiner durchlunschen kann. Es geht nicht anders. Aber hier steht es ja wenigstens ein bisschen. Also, dass ihr ungefähr wisst, was ich damit machen möchte. Also, für die nächsten Einsätze ist das vielleicht besser zu gebrauchen. Aber hier zum Beispiel, guck mal. Okay, das ist jetzt ganz schön klein, aber trotzdem. Es gibt immer wieder Schaulustige, die einfach gucken und gerne wissen möchten, was da los ist. Dann wird dann durch das Handy gezückt. Werden erstmal ein paar Bilder gemacht, also vom Unfallort, vom Verletzten vielleicht noch. Das ist wirklich unverschämt. Die müssen sich mal so vorstellen, als wären die jetzt im PKW, ja. Und ich glaube mal nicht, dass da auch jemand irgendwie das schön finden würde, wenn ein Fremder von einem selbst Bilder macht oder Videos. So. Ja, dann kann der Rettungshelikopter jetzt erstmal kommen. Und dann werde ich hier an das Fahrzeug gehen, um die Person da rauszuholen. Also wir hoffen mal, dass alles funktioniert. Ich bin gespannt. Mal sehen, Leute, was es wird. Hier hat sich auch ein bisschen was getan wieder. Wir haben jetzt endlich ein offizielles Helipad. Das sieht viel, viel besser aus. Ne? Sieht man auch viel weiter von oben. Sehr schön. Ja, Luftrettungshelikopter wird ausrücken und bringt dann die verletzte Person ins Klinikum, was kilometerweit weg ist, was auf jeden Fall mit dem Rettungswagen viel zu lange dauern würde. Von daher kommt der Helikopter zum Einsatz und wird ja, die verletzte Person abtransportieren. Notarzt ist natürlich jetzt nicht drin, der ist ja mit den NEF ausgerückt. Nicht, dass ihr jetzt wundert, Paul, warum zwei Notärzte? Für eine Person? Nee, alles gut. Das ist nur ein Notarzt. So, Licht machen wir an. So, ich glaube, die Straße sieht gut aus, da können wir runtergehen. Da war genügend Platz. Aufpassen, linke Seite Baum. Der könnte uns gefährlich nahe kommen, aber wir haben hier einen erfahrenen Piloten, der auch in richtigen Krisengebieten geflogen ist. Also das ist wirklich ein Profi. Der wird jetzt hier runtergehen mit dem Helikopter. So, ich probiere mal so ein bisschen, ja, mittig zu landen, dass wir gleich an das Heck ran können vom Helikopter. Dann können wir nämlich so runtergehen und können jetzt gleich die Person auf die Liege legen. Rettungshelikopter ist vor Ort. Wir holen gleich die Liege raus und werden die Person dort drauflegen. So, Liege ist draußen, Helikopter ist gelandet. Ich gehe jetzt erstmal rüber hier zu Bereitstellungsplane. So, wir müssen natürlich die Kegel platzieren. Das ist selbstverständlich. Wir müssen ja den Einsatzort hier ordnungsgemäß absichern. Das stellen wir mal wieder hin, das Ding hier. Wenn es funktioniert. Das ist ja immer so eine Frage im LS, ne? Also das eine Ding will hier nicht, die Pylone. Das sind aber auch verflixte Dinger, ne? So. Schade, dass das so ist in der Mod, dass die auch immer umkippen können. Ich habe das schon vorsichtig gemacht eigentlich, so dass das nicht passiert. Gut, dann müssen wir das einmal zur Seite räumen. Stellen wir den hier noch hin. So ist es in Ordnung. Gut, was dürfen wir machen? Wir müssen den Spreizer rausholen. Oh Gott,
Gott, sieht das blöd aus, ey. Scheiße. Der wurde so heftig hier eingeklemmt. Ein selbstständiges Aussteigen ist hier leider nicht mehr möglich. So. Also aktuell passiert hier nichts weiter. Ich kriege die Person gerade so nicht raus. Warum auch immer. Ne. Der zeigt mir auch nicht mal irgendwie eine Markierung oder sonst irgendwas. Da passiert leider nichts. Also eigentlich müsste man jetzt die Tür abtrennen. Oder zur Seite spreizen und dann mit der Schere noch arbeiten. Aber jetzt geht das leider nicht, komischerweise. Das ist das, was ich meinte. Also so ein bisschen buggy ist die Mod dennoch. Können wir jetzt leider nichts machen. Finde ich ein bisschen schade, aber gut. Trotzdem sind wir ja rechtzeitig eingetroffen. Der Notarzt hat sich sehr, sehr schnell darum gekümmert, dass die Person abtransportiert werden kann. Also müssen wir uns jetzt so denken, dass die Person gerettet wurde. Aus dem Fahrzeug ist sie gekommen. Und dass sie jetzt gleich ins Klinikum in der Nachbarstadt geflogen wird. Und dann hoffen wir mal, dass alles gut wird. So, naja, dann packe ich das mal zur Seite. Ist jetzt eigentlich wurscht. Mir hat das trotzdem gefallen, weil es macht einfach Spaß. Die Einsätze sind bisher wenig fürs HLF 20, aber trotzdem dennoch macht es einfach nur mega Laune, die abzuschließen. Könnt ihr auch nochmal gerne schreiben unter dem Video, was ihr davon haltet, ob ihr die Emergency-Mod gut findet oder nicht. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Und beim Auto kann ich noch sagen, also das raucht bloß. Also das wird jetzt auch nicht weiter irgendwie anfangen zu brennen. Ich glaube aber beim Brandeinsatz bei den Ballen zum Beispiel ist es wirklich so, dass ich das Feuer nach und nach weiterentwickeln kann. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Also hier ist soweit alles in Ordnung. Und jetzt wird erstmal gewartet, bis die Polizei eintrifft. Denn das ist leider ein ganz, ganz komisches Bild, was wir hier haben, ehrlich gesagt. Anscheinend gibt es eine Fahrerflucht und die Polizei muss jetzt erstmal ermitteln, denn wie soll der das ohne sonstige Schäden so hinbekommen haben? Also hier ist auch nichts zu sehen, nichts am Baum, nichts am Schild. Vorne wurde auch nichts gesehen, von da er gekommen ist. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Also wenn er wieder ansprechbar ist, wird er sicherlich auch eine Auskunft geben, was hier genau passiert ist. Muss er natürlich selbstverständlich. Und dann werden wir diesen Einsatz hier hoffentlich bald aufklären können. So, Fahrerflucht ist wirklich nicht schön. Ich hoffe, derjenige wird gefasst, wenn es wirklich so sein sollte. Gut, liebe Zuschauer, dann soll das erstmal gewesen sein. Und ich habe mal wieder festgestellt, alle Feuerwehren haben wieder richtig gut zusammengearbeitet. Also wie schnell die wirklich ausrücken, wie schnell auch das neue Einsatzfahrzeug, das fand ich so lustig vorhin, in der Feuerwehr Döhne, vollzählig war. Das war komplett besetzt mit Kollegen. Also das ist ganz, ganz selten. Ich denke mal, die wissen ganz genau, oh, guck mal, erster Einsatz im neuen Fahrzeug, da bin ich auf jeden Fall dabei. So sind die da bestimmt rangegangen. Aber gut, hat alles funktioniert, Person ist soweit stabil. Wie gesagt, gleich geht's ins Krankenhaus und dann ist der Einsatz für uns hiermit abgeschlossen und ich hoffe, euch hat dieses neue Video gefallen. Das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns schon bald wieder in der nächsten Folge. Mal sehen, was da denn ansteht. Bis dahin erstmal. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Einschalten. Gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein kostenloses Abo und dann macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Bis denn und ciao.